holt uns hier raus. Die Sache ist schiefgegangen. Daten durchgeben. Megabon hängt an unserem Hauptcomputer. Daten durchgeben. Sieht mir ganz nach einem Programmfehler aus. Was ist mit den Kufen und der Kamera? Irgendwelche Schäden? Nein, aber sieh dir die Instrumente an. Eingesichtet, Objekt anpeilen, vernichten, so befehlt Feuer. Spielen absolut verrückt. Verflucht, das hat uns gerade noch gefehlt. Daten durchgeben. Das gibt eine Bruchlandung. Mayday, Mayday. Black Eagle an Basis. Gebt Instruktionen. Over. Feinde gesichtet. Vorsicht, diese Objekte bewegen sich. Verfolgung aufnehmen. Objekte anfallen. Feinde vernichten. Zu Befehl. Feuer. Feuer. Höhenfluganzeige kaputt. Radarschirm fällt aus. Tankanzeige ebenso. Alle Messgeräte gestört. Und sogar die Sensoren sind jetzt noch draufgegangen. Unsinn, Black Eagle. Basiscomputer kann keine Fehlfunktionen feststellen. Zerstörung melden, zu Befehl. Arbeitsgang wiederholen, Objektverstand und grafisch erfassen. Aktionsradius vergrößern. Nochmalige Zielverfehlung ausschalten. Arbeitsgang mit vergrößerter Reichweite wiederholen. Der Programmfehler sitzt irgendwo im Hauptcomputer. Senden Sie Ihr Radarsignal. Der Signalgeber funktioniert nicht. Omega One zeigt null Reaktion. Wir haben Kontrolle verloren. Ich wiederhole, wir haben Kontrolle verloren. Verstanden. Wir überprüfen Omega Ones Kommunikationszentrale. Aber beeilt euch gefälligst. Bleiben Sie auf dieser Frequenz und geben Sie uns alle 60 Sekunden Ihre Position durch. Feind gesichtet. Vorsicht. Auf Bewegung achten. Nur bei Fehl. Den Objekt ins Visier nehmen und Feuer. Hier sehen Sie Corporal Neil Corey, Waffenexperte, ein Mann wie aus Stahl. Private Larry Guarino, ein exzellenter Viertensucher, genannt Didi oder Didi Bob. Albert Bray, er war Stabsarzt in Vietnam, genannt Papa Doc. Sonny Peel, eine menschliche Kampfmaschine, wird Blood genannt. Nung Quo, der beste Späher weit und breit, nennt sich Quang. Er hat einen sechsten Sinn, der ihn vor Gefahren warnt. Und hier der Kopf der Truppe, Major Murphy Black. Ah ja. Ein Officer, der sämtliche Tapferkeitsorden verliehen bekam, bekannt als der Killer. Wieso haben die alle Spitznamen? Wir haben der Truppe auch eingegeben. Pam. Pam? Perfektes Arbeitsmaterial. Ich verstehe. Sie sehen sie als funktionierendes Werkzeug für den Kampf. Das sind Profi-Smasher. Die Besten. Anti-Guerilla-Experten. Sie kennen das Gebiet und glauben Sie mir, Sie werden unseren vermissten Freund Omega One finden.
Welche Pläne haben Sie eigentlich mit Omega One? Ich will ihn nur aufspüren, um ihn dann zu neutralisieren. Danach werden wir weitersehen. Was ist mit diesen PAM-Soldaten, General? Sie werden in unsere Pläne nicht eingeweiht. Wir werden sie als technischen Berater in diese Truppe einführen. Keiner darf den wahren Grund der Expedition erfahren. Weder jetzt noch später. Aber wenn wir ihn finden, dann wissen Sie alles. Das ist mein Problem. Machen Sie sich lieber Gedanken über die Probleme, die auf Sie zukommen. Verstanden? In Ordnung, Sir. Bis jetzt gefällt mir der Auftrag. In ungefähr 3 Stunden werden wir in Batu Batu ankommen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, was ihr dort wollt. Die Gegend ist wirklich gefährlich. Gottes Wege sind nun mal unerforschlich. Du hast doch die Bibel gelesen, oder? Verflucht, Didi! Du zappelst ja wie ein Fisch an der Angel. Du machst mich richtig seekrank. Lass mich mal ziehen, Cory. Drogensüchtig und verrückt. Ich wette, dass Sie 2 AIDS haben. Ist ja langweilig gehen. Na gut, ich erlaube es dir. Küss meinen weißen Arsch. Das kann ja heiter werden. Okay, Jungs, ich halte euch die Daumen. In genau 3 Tagen hole ich euch wieder ab. Und wenn wir nicht rechtzeitig hier sind? Dann fahre ich ein Stück raus und warte an einer markierten Boje. Aber nur 2 Tage, so lautet der Befehl. Ich habe verstanden. Hi, Mesha. Worum geht's hier? Ganz einfach. Ihr macht 2 Schlauchboote statt, da ist das zu schaffen. Wohin fahren wir? Zu einer Insel. Ist nicht weit weg von hier. Wir werden nicht lange dorthin brauchen und deshalb denke ich, dass wir... Was heißt hier? Ich komme mit euch. Nein, tut mir leid. Wir wollen keine Begleitung. General Jackson weiß das verdammt genau. Hören Sie. Sie haben Ihre Befehle... Und ich habe meine. Ich kann sie nicht ausstehen. Die Sache stinkt. Wir sollen ja schließlich kein Liebespaar werden, sondern nur zusammen arbeiten. Sie wissen, worum es hier geht, aber sagen es nicht. Richtig? Was jetzt, Murphy? Schnappt euch eure Sachen, wir durchsuchen die Umgebung. Ich muss Sie kurz sprechen. Das nächste Mal nehme ich mir einen Träger mit. Ach, halt Maul. Also, was wollen Sie? Sie wissen ja, alle 4 Stunden eine Meldung an die Zentrale. Egal, wo wir sind, Sie halten uns die Frequenz frei. Und wenn Sie uns hier verschimmeln lassen? Ich bin für euch die Rückfahrkarte, und zwar erster Klasse. Jeder Mensch ist ersetzbar, das ist deren Einstellung. Wozu ist das gut? Ein kleiner Glücksbringer. So? Quang, du gehst voraus. Corey, Guerino, ihr seid die Schlusslichter. Der Rest marschiert hinter mir. Bewegt euch. Das ist spannend.